Leute, ich wurde verarscht, aber nach Strich und Faden heute. Das kann nicht sein. Das kann echt nicht sein. Ich erkläre euch nachher, warum ich verarscht wurde. Heute war wieder einer dieser Tage. Ich wäre den ganzen Tag am liebsten nur am Saufen gewesen, aber habe ich nicht gemacht. Mal gucken, was hier so drin ist. Moin, hat Seelentau gefunden. Jawohl, was auch immer ich damit machen kann. Ich kann da wahrscheinlich mir einen Affen vom Baum holen, der mir dann... Ein Item, das von Latias oder Latios getragen werden kann. Es hebt Spezialangriff von Spezialvoll. Ja, super. Okay, mein Leben ist super. Also das... Wenn das alles so... Hier, ich wollte ja sagen, was Mordsgaudi für eine Spezialfähigkeit hat. Und zwar ist es... Anpassung steigert Attacken desselben Typs. Das ist ja wohl der Wahnsinn. Dann haben wir Starthilfe von Spaßbremse. Wir haben Notdünger von Wutbürger. Und Schambolzen von Skinner. Kann bei Kontakt betörend wirken. Oh, nee, das wollte ich euch zeigen, ne? Skinner, ja, ja. Ja, das wollte ich euch zeigen. Habe ich euch jetzt gezeigt. Ist schon eine super Nummer. Dann Rauflust, das haben wir ja schon. Und Frau Glöhr heilt Statusprobleme bei Regen. Das ist ja eigentlich schon eine super Truppe. Aber keiner von denen hat, also alles, was wir bisher gefangen hatten, nichts davon hatte ein Item in der Hand. Warum nicht? Das ist jetzt die Frage. Was soll das? Ja, warum bin ich sauer? Leute, ich war heute... wie ihr wisst, ich versuche ja jetzt Latein zu studieren und das geht ja jetzt nicht so gut. Aber ich bin in Latein gut. Das ist ja die eine Sache. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die ganzen bürokratischen Verhältnisse mir da gerade so ein bisschen ins Gelege grätschen. Wir sind immer zusammen. Ich zeige dir, wie wir uns angefreundet haben. Ja, ich muss jetzt noch ein bisschen von A nach B laufen. Und als ich zu den Leuten da gegangen bin, habe gesagt, ja, hier, Latein machen. Ich glaube, noch nie hat irgendjemand gesagt, ja, am Tag der offenen Tür, ich wäre gerne ein Lateiner. Hat bisher niemand gemacht. Niemand. Ich war einer der Ersten, der das gemacht hat. Und die haben sich gefreut. Ich glaube, das war so deren Ding. So, was haben wir hier immer? Mülltreffer. Wie jetzt? Attacke von Frau Glöhr daneben. Hör auf zu beißen, du kleiner Scheißköter. Yeah, Frau Glöhr. Mann, was ist hier denn los? Der beißt mich noch tot. Nee, dann war ich da schon mal ein bisschen angesauert. Dann habe ich noch. Bin ich mit Scully. Haben uns nochmal getroffen, aber nochmal beredet, wie das ist. Und wir haben teilweise sehr viel Spaß gehabt. Teilweise aber auch nicht. Doch, eigentlich meistens schon. Und. Das Problem bei der Sache war, wir haben da ein bisschen Bier getrunken, ich habe die erste Runde ausgegeben und dann meinte der Scully, ja, ich gebe die zweite. Und dann dachte ich, geil, gibt der Scully die zweite. Und dann kam der Wirt, der kannte uns ja schon. Und dann hat der, als der Scully auf Toilette war, hat er uns noch ein Bier hingestellt. Das war dann, wie sagt man so schön, Freibier. Haben wir gedacht. Haben wir gedacht. Also bis zu dem Moment sind wir noch davon ausgegangen, dass es Freibier gewesen wäre. Und dann haben wir gedacht, geil, frei saufen ist super. Und dann saßen wir dann doch eine Stunde länger, haben wir an unserem 03 Bier rumgenuckelt und ein bisschen uns unterhalten über Gott und die Welt. Und ich muss niesen. Und ich dachte, das wäre schön. Und dann hat er aber nicht abgerechnet, sondern an so eine andere Frau, die da auch noch war. Und ratet mal, was dann passiert ist. Dann war das Freibier auf einmal auf der Rechnung drauf. Moin, gewinnt $112. Das Freibier war auf der Rechnung drauf. Leute, das macht man nicht. Da musste Scully bezahlen. Tipps für Trainer. Neben den Kraftpunkten KP besitzt ein Pokémon auch Angriffspunkte AP, die für die Attacken im Kampf gebraucht werden. Wenn ein Pokémon keine AP mehr besitzt, muss es in ein Pokémon-Center gebracht werden. Und da wird es verprügelt. Ist das hier eigentlich eine andere Route? Ist es eine andere Route? Ich glaube nicht, aber hier gibt es nur einen Starer Lili. Das können wir ganz leicht zerhauen, indem wir einfach unseren Müll dahin werfen. Mülltreffer. Das ist auch die beste Sache. Der schmeißt einfach mit seinem Gewölder. Yeah. Friss Scheiße. Und da hat er Scheiße gefressen. Aber gewonnen. Super geil. Frau Glöhr ist schon eine Nummer. Oh nein. Eine Frau. Oh Gott, was passiert jetzt? Ich suchte nach Pokémon und fand einen Trainer. Ja, viel Erfolg dabei, ne? Liliana. Oh, Liliana. Mit einem Toxiquack, das kann ein Problem werden. Hätte ich übrigens auch gerne gehabt. Aber das Leben ist ja kein Ponyhof. Versuchen wir mal Spiegelsalbe.
Ich weiß nicht, hier Metall und Gift, wie das irgendwie so miteinander in Verbindung steht. Ich glaube, das geht. Nein! Ey! Lass das! Verpiss dich! Dämliche Kröte! Los, Frau Glör, mach fertig jetzt! Warum haben die Gegner hier eigentlich so läppische Pokémon Level 4? Und das ist ja irgendwie gar nichts. Und Leute, ich musste für Freibier bezahlen. Ich habe mich schon gefreut, es gibt Freibier. Und was war? Nix. Kein Freibier. Nö, nicht für den Maddie. Der kriegt kein Freibier, der muss das bezahlen. Ja, obwohl Scully muss er das bezahlen, aber naja, scheiß drauf. Das war nicht schön. Pionscorer. Ist das auch Gift? Ja, aber jetzt so ein bisschen Angst, ne? Ich könnte ja theoretisch Skinner laufen lassen, aber machen wir lieber Spaßbremse. Skinner ist mir dann noch ein bisschen zu stark. Rallen. Laubklinge, okay. Okay, okay, jetzt zeig mal, was du kannst. Nicht so viel. Okay, dann Metallklaue. Das sind auch wieder so Pokémon, gegen die ich kaum gekämpft habe. Pionscorer, keine Ahnung. Ja, ich habe jetzt gewonnen, aber ich weiß nicht warum. Frau Glöhr. Frau Glöhr erreicht Level 11. Spezial. Tarnung. Wie ist sowas? Nie gehört, was ist denn das? Was kann das? Der Typ des Anwenders passt sich der Umgebung an, sei es im Wasser, im Gras oder in einer Höhle. Ja, schön. Was ist das? Bitte schon. Ach, das ist mit dem Clown, ne? Nee, das brauche ich alles nicht. Ja, soll er nicht lernen. Das ist egal. Okay. Und jetzt Magma? Magma da mal ein bisschen was dagegen mache. Ich glaube ja. Machen wir am besten jetzt noch mit Spaßbremse. Obwohl. Ah, lieber nicht. Jetzt sehe ich gerne nochmal Frau Glöhr. Bring mal Skinner. Der kriegt Sinn. Ja, ich bin tatsächlich ein bisschen zu stark für die Leute hier. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie so wenig Level haben. Weil normalerweise sind das ein bisschen mehr. Aber die Jungs hier, die haben ja echt nichts drauf. Schau mal hier. Luftschnitt und fertig. Na, 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 na. Ich hab gewonnen. Skinner erhält Erfahrungspunkte. Und Spaßbremse auch. Huch, du bist schon fertig? That's what she said. Ich wandere durch hohes Gras, bis ich das Pokémon finde, das ich suche. Wir trampeln durchs Getreide, wir trampeln durch die Saat. Hurra, wir verblöden. Für uns bezahlt der Staat. Oh, hier. Der bezahlt für uns hier, Glutexo. Los, Frau Glöhr. Frau Glöhr ist aber jetzt nicht so der Hammer, ne? Spiegelsalbe. Und mal fertig. Ja, komm, komm, komm. Ah! Das ist nicht sehr... Das ist schon frevelhaft hier, mir sowas zu unterstellen, dass es nicht effektiv sei, ne? Fassade. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, was hier Mods Gaudi für Attacken drauf hat. Aber das kriegen wir noch raus. Das kriegen wir noch raus. Hitzewelle. Kenne ich alle. Uiuiui. Ah! Frau Glöhr brennt! Nein! Frau Glöhr! Ah! Uiuiui, das ist ja jetzt. Ist so hart an der Grenze hier, ne? Okay, da muss Skinner jetzt rein. Frau Glöhr fast tot. Oh nein. Wer soll denn dann den Flur wischen, wenn Frau Glöhr nicht mehr da ist? Dann direkt ja alles voll. Das kann ich leider nicht gutheißen. Jetzt muss ich Skinner hier bringen. Und Derald. Derald jetzt einfach mit Luftschnitt. Frau Glöhr, ey. Frau Glöhr. Frau Glöhr, du bist so gut. Habe ich jetzt mit diesem Typen da geredet? Ich mache am besten mal Frau Glöhr nicht von der Pole Position. Die muss da runter hier. Komm, wir nehmen den mal. Spaßbremse. Bring es. Ist das hier ein Trainer? Ja, das ist ein Trainer. Was erzählt er uns denn? Ein Kampf, so kann ich sagen, ob ich für die eine Arena-Herausforderung bereit bin. Kannst du gar nicht. Du bist gar nicht bereit, du bist ein kleiner Lachsnacken. Guck dir deine Shorts an. Ey, du kannst doch mal ganz
gut dich Esteban. Mit Wei. Oh! Oh nee! Ich bin ein kleiner Teenager, hier ist mein Wal. Jetzt schmeiß doch nicht gleich mit dem Wal. Warum schmeißt du mit dem Wal? Das ist Notwehr-Access. Das ist Notwehr-Access. Und er. Oh Gott, er randaliert. Der Wal randaliert. Das geht nicht. Leute, wenn der Wal randaliert, dann habe ich ein großes Problem. Hau die Blattgeißel rein und bring den Wal um. Stell dir mal vor, du bist ein Wal und lässt dich von einem Pokémon zerstören, das gerade mal so 1,20 Meter groß ist. Ich glaube, da würde ich mich nicht mit zufrieden geben. Nee, da würde ich einfach sagen, nö, das gibt's einfach nicht. Da kannst du Pflanzenattacken machen, wie du willst. Das ist leider nicht drin. So, Spieler besiegt Teenager Esteban. Scheint, als ob ich nicht für eine Arena-Herausforderung bereit bin. Okay. Aber hier, die ist bereit. Die ist willig. Pass auf, die will's. Die kriegt's jetzt. Ich habe einen hübschen Orden vom Arena, der Erzeling in der Arena. Das heißt, sie ist jetzt schon stärker als der Arena-Leiter und ich muss jetzt gegen die kämpfen und danach mit dem Arena-Leiter. Das geht doch nicht. Wellington. Mit Pudogs. Okay, was machen wir denn gegen Pudogs? Zerstören? Okay. Haben wir es zerstört? Nein. Oh nein! Oh Gott. Nichts passiert. Gut. Ich wusste gerade nicht mehr, ob das eine Käfer- oder eine Kampfattacke ist. Ich glaube, das ist eine Käferattacke. Haben wir jetzt unser Leben vorbei? Gehört das alles hier noch zu uns? Oh, nee. Ibitak. Ibitak ist auch so ein Name, ne? Ibitak. So ein richtig geiler Hengst. Aber ich habe hier den Metall-Sound. Kismet-Wunsch-Stoß. Egal, Metallklaue aus. Um. Das sind auch so Kämpfe, ne? Ich fühle mich gerade nicht wirklich überfordert. Das ist aber auch ein Problem. Obwohl ich gerade schon versucht habe, unsere Lebenspunkte etwas niedrig zu halten, um ein wenig Spannung zu suggerieren, aber das passt erstmal noch nicht. Solche Spaßbremse jetzt hier. Direkt daneben. Jetzt können wir eigentlich schon aufgeben. Nee, können wir nicht. Wir gewinnen das. Leute, wisst ihr eigentlich, wie viel Wasser ich am Tag trinke? Wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als der Pinkelzwerg. Und ich muss trotzdem 5-mal so oft auf Toilette. Ihr kriegt das noch nicht mit. Ich hab verloren. La 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 la. Hat die gerade das geile Theme gemacht hier. La 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 la. Moin. Du willst dich kämpfen. Oh, na guck mal, du hast einen Puck. Ist das jetzt gerade wirklich... Ist das jetzt wirklich passiert? Du bist noch nicht so lange Trainer, oder? Aber das ist nicht schlimm. Du bist schließlich ein Freund der Pokémon. Und daher schenke ich dir diese verstärkte Maschine. VM06. Was ist denn das? Diese versteckte Maschine, oder kurz VM, enthält die Attacke Zertrümmerer. Ein Pokémon, das diese Attacke beherrscht, kann kleinere Felsen zertrümmern. Aber um diese Attacke anwenden zu können, benötigt der Trainer den Orden der Arena von Erzelingen. Ohne diesen Orden kann ein Pokémon diese Attacke außerhalb eines Kampfes nicht anwenden. Tja, dann kann ich das eben nicht. Kann ich dann eben nicht. Ist mir aber egal. Ich fühle mich jetzt schon überfordert. Ein wildes Plinfer? Spaßbremse gegen Plinfer ist keine gute Idee, ne? Hauen wir mal lieber ab. Hauen Sie endlich ab! Und was passiert jetzt? Hier will einer fighten. Wir akzeptieren Herausforderungen überall. Das zeichnet uns Pfadfinder aus. Ja, du bist auch so ein Pfadfinder. Leute, es gab eigentlich Freibier, aber wir mussten es bezahlen. Kate. Erzähl doch auch mal. Ja, ich habe die Namen auch gerandomized, aber Kate, das ist auch so gut, ne? Los, Spaßbremse. Ja, damit ich hier was zu lachen habe. Dafür habe ich das gemacht. Hauen wir mal einen Kismet-Wunsch hier rein. Kismet, gab es auch so eine Magic-Karte.
Ja. Aber die waren nicht mit. Was ist hier denn los? Windhose. Oh. Ja, lief. Ja, läuft bei dir, ne? Und ich hätte den Kismet-Wunsch gar nicht gebraucht. Nee. Also Leute, das ist ein bisschen... Ja! Haftbefehl ist gut. Zu schlecht trainiert? Ja, hasse. Ganz bestimmt. Okay, dann wollen wir beim nächsten Mal ein bisschen rallen. Und wir sehen uns dann. Tschüss!